Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu OzzogOD, deinem Computer-, Technik- und Gaming-Kanal hier auf YouTube. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Im heutigen Video geht es weiter mit dem Kartenreview zu Hearthstone, die versunkene Stadt. Ich habe im Livestream alle neuen Karten angeschaut und mit euch bewertet und im heutigen Video seht ihr einen weiteren Teil. Im letzten Video haben wir uns den Jäger angeschaut. Falls ihr diesen Kartenreview verpasst haben solltet, dann ist hier oben links irgendwo, ja, eine Verlinkung zu der Playlist von meinen Hearthstone-Videos. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Dann seht ihr auch die Bewertung des Jägers. Und im heutigen Video erfahrt ihr, welche neuen Karten der Magier bekommen hat. Und deshalb wünsche ich euch bei diesem Video ganz viel Spaß. So, es geht weiter mit dem Magier. Der Magier hat auch wieder schöne neue Karten bekommen. Die gucken wir uns alle jetzt gemeinsam an. Und dann werden wir diese natürlich auch wieder ordentlich bewerten. Ich hoffe natürlich, dass man damit, ja, wieder ein bisschen mehr Power in den Magier kriegt. Der Magier war ein bisschen underrated gewesen die letzten, ja, beiden Seasons. Wobei der Magier nur durch den Effekt mit dem Zauberverbliegen spielbar war. Dann wurde das doppelt genervt. Dann war ja die Karte rausgekommen, dass man für 9 Mana 20 Mana an Zaubern verwendet, die so einen Random-Effekt hat. Ich mag Random-Effekte generell gar nicht, weil Random hat immer was mit Zufall zu tun und mit Glück. Und durch Glück zu gewinnen, finde ich absolut dumm. Man sollte eine kluge Strategie haben, man muss gut spielen und man sollte selber halt sich eine Idee ausdenken. Dann eine Karte auszuspielen für 9 Mana und dann durch Glück zu gewinnen, finde ich unangenehm. Da sollte Blizzard auch endlich mal den Effekt halt hinkriegen, dass man von diesen Glückmechaniken wegkommt. Random-Effekte sind immer unangenehm, vor allen Dingen für den Spieler, der dann verliert, weil er weiß, dass er eigentlich besser gewesen ist und durch Zufall verloren hat. Und durch einen Zufall zu verlieren, macht keine Freude, kann man einfach knallhart sagen. Ja. Wir gucken uns jetzt die Karten an. Es geht als erstes los mit Asharas Gaben. Zieht eine Karte, wird wiederholt, wenn ihr diese Karte auf der Hand einen Nager ausgespielt habt. Also das ist ein 2-Mana, zieht 2 Karten mit einem Nager-Effekt. Das ist sehr, sehr gut, denn wenn wir überlegen, die Arkane Brillanz, das ist ja sozusagen der Gegenzauber, 3 Mana, zieht 2 Karten, bringt gar nichts. Ich spare ein Mana, ziehe 2 Karten, ist selber auch nochmal ein Arkanzauber. Sehr, sehr cool, kann man gut ins Spiel bringen, wenn man schon Naga ausgespielt hat. Und meistens will man ja erst im späteren Verlauf mehr Karten ziehen. Nicht in 1, 2, 3, 4 Mana, sondern so ab 5, 6 Mana möchte man mehr Karten auf die Hand kriegen, um Kombos auszuspielen. Das heißt, sehr, sehr solide Karte, ist auch eine blaue Karte, also eine Rare-Karte. Kann man sich bestimmt gut auch craften, kriegt an dieser Stelle von mir 4 Sterne. Dann geht es weiter mit dem Grabenvermesser. Ein Mech, also Mech-Mechanik jetzt neu wieder mit drinne, bergt eine Karte. Wenn es ein Mech ist, zieht ihr ihn. Heißt auch eine 2-Mana-3-2er-Karte, also ein solider Zweier-Drop. Früher sagte man ja immer, vor allen Dingen zur Hearthstone Classic, die klassischen 2-Mana-Karten haben entweder 3-2 oder 2-3 an Stats und haben noch einen Zusatzeffekt. Das ist wieder so eine Classic-Karte, die sehr, sehr gut ist. Sie bergt halt natürlich eine Karte und wenn man einen Mech entdeckt, kann man ihn direkt auch noch ziehen. Wunderbar. Sehr, 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 sehr gut. Man spielt eine Karte aus, kriegt wieder eine Karte auf die Hand und man hat eine Auswahlmöglichkeit. Und selbst wenn man jetzt keinen Mech zieht, platziert man ja durch das Bergen eine Karte, die man vielleicht gebrauchen kann, ganz oben. Sehr, sehr gut. Ist eine Cheesy-Mechanik. Finde ich in Ordnung. Kriegt an dieser Stelle von mir 4 Sterne. So, dann gibt es einen weiteren Feuerzauber für 2 Mana, Vulkanomantie. Wählt einen Diener, fügt allen anderen Dienern 3 Schaden zu, wenn er stirbt. Das ist sozusagen ein Todesröcheln-Effekt, den ich auf einen eigenen Diener setzen kann. Ist ganz cool, wenn ich damit das Feld clearen möchte. Und damit kommen wir halt auch wieder zu dem Thema, was ich vorhin gesagt hatte, mit diesen 3-Mana-Karten, die man herbeiruft beim, ja, Dämonenjäger bzw. beim Jäger. Man kann hier für 2 Mana einfach 3 Schaden auf alles machen und da muss man sich überlegen, ob man für 4 Mana oder 3 Mana 2 3-3er-Kreaturen aufs Feld rufen möchte. Ja, also Magier hat hier wieder eine gute Feldcleaner-Fähigkeit bekommen, wenn man das wieder vergleicht mit anderen Fähigkeiten. Man hat ja vorher diesen Handel, diesen Schlussverkauf oder diesen Hot Sale, der ist ja handelbar, der kostet 4 Mana, verursacht auch 3 Schaden auf alle Diener. Ja, also auch die eigenen, das hier fügt allen anderen Dienern 3 Schaden zu, also auch allen Dienern, bis auf der, der halt sowieso verreckt. Ja, ist halt cool, 2 Mana ist ein Feuerzauber, kann man gut unterbringen. Man braucht natürlich einen Diener auf dem Feld und man kann Mindgaming damit betreiben. Das heißt, setze ich diesen Zauber beispielsweise auf einen Diener von mir rauf, der sowieso wenig Lebenspunkte hat und mit dem ich aber gerne dem Gegner Schaden ins Gesicht machen möchte,
Dann muss sich der Gegner überlegen, clear ich jetzt diesen Einser-Diener, der einen Lebenspunkt hat, und füge meinen eigenen Dienern 3 Schaden zu, oder lasse ich den noch eine Runde am Leben? Sehr, sehr coole Karte. Ich mag sie sehr. Ist ein gutes, bietet wieder gutes, ja, Mindgaming an. Kriegt an dieser Stelle von mir auf jeden Fall 4,5 Sterne. Die Werte sind gut, die Mana-Kosten sind gut. Es ist ein Feuerzauber. Kann man damit auch gut zum Beispiel wieder im Quest-Magier unterbringen. Finde ich interessant. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Dann geht's weiter mit einer 2-Mana-Common-Karte. Eine Naga, die Zaubernatter. 2 Mana, 2-3 an Stats. Kampfschrei, entdeckt einen Zauber, wenn ihr mit dieser Karte auf der Hand einen Zauber gewirkt habt. Ja, heißt also wieder, ich habe hier einen gratis Zauber, den ich mir rausschießen kann. Wenn ich zum Beispiel bei 1 Mana schon einen Fegefeuer gezaubert habe, beziehungsweise meine Heldenfähigkeit verstärkt habe, dann kann ich direkt bei 2 Mana einen Zauber entdecken, kriege noch eine 2-3er aufs Feld. Sehr, sehr coole Karte fürs Early Game gut. Auch um, ja, Rush-Decks zu countern, weil 2-3 an Stats ist ja gut, um, ja, Rush-Decks wegzukriegen. Sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Ist, wie gesagt, eine Common-Karte. Kriegt an dieser Stelle von mir 4 Sterne. Sehr solide. Sollte man in jedem Deck einfach mal mitnehmen, weil ein gratis Zauber entdecken kann man auf jeden Fall sich gönnen. Dann geht's weiter. 3 Mana, 3-4, ein Mech. Ascharischer Feger. Kampfschrei, platziert einen versunkenen Feger zu unterst in eurem Deck. Das heißt, wir haben hier eine Mech-Mechanik, die sich scheinbar so ein bisschen weitersetzt. Es gibt hier noch weitere Mechs, wie ihr ja seht, in dem Kartenreview. Und wir gucken uns mal diesen Kampfschrei-Effekt an. So, der versunkene Feger. Kampfschrei, erhalte 3 zufällige Mechs auf die Hand. Das heißt, ich habe eine 3-Mana-3-4-Karte, platziere eine weitere Karte im Deck, spiele sie später aus und kriege nochmal 3 Karten auf die Hand. Das heißt, aus einer Karte kriege ich 4 weitere Karten raus. Das ist extrem stark. Die 3 zufälligen Mechs können natürlich auch zufällige Stats haben. Das ist nicht so gut, aber eine 3-Mana-3-4er-Karte ist immer gut, wenn wir uns überlegen, der gebildete Elec, auch 3-Mana-3-4, wurde ganz häufig gespielt, um Zauber zu countern. Ultra gutes Ding. Sehe hier eigentlich das in einem Mech-Magier-Deck als die solideste Karte, die unbedingt drin sein sollte. Finde den sehr, sehr stark und kann man auf jeden Fall mitnehmen. Stats sind auch sehr solide. Und ich muss natürlich sagen, wenn man dann. Ich muss natürlich dann sagen, wenn man dann aus dem Kampfschrei-Effekt noch 3 zufällige Mechs rausbekommt, die dann auch die entsprechend guten Werte haben, dann ist es natürlich halt einfach so, dass man diesen Karteneffekt auf jeden Fall mitnehmen sollte. Der Ascharische Feger ist auch noch eine Common-Karte, also kann man jederzeit craften, kostet wenig Mana, wenn man die baut, kriegt an dieser Stelle von mir 4 Sterne. Sehr, sehr gute Karte, sollte man auf jeden Fall in einem Mech Deck mitnehmen oder wenn man gerade keine besseren Dreier-Drops hat, weil man noch keine Kartenpakete gekauft hat oder wenig Glück hatte bei seinen Kartenpaketen, dann auf jeden Fall den mit einbauen. Ist eine sehr gute Karte. Dann geht's weiter mit 3-Mana 4-3, ein weiterer Mech, der Mecha-Hai. Verursacht 3 Schaden, der zufällig auf alle Feinde verteilt wird, nachdem ihr einen Mech herbeigerufen habt. Das ist auch eine ultra gute Karte, weil das wird auch aufs Gesicht wieder verteilt. Das heißt, wenn ich den Mecha-Hai draußen habe und ich spiele weitere Mechs hintereinander weg, verursacht er immer wieder 3 Schaden und der trifft alle Feinde und es ist ein dauerhafter Effekt. Heißt, basiert mein ganzes Deck an Dienern nur aus Mechs, dann habe ich mit dem Mecha-Hai die Möglichkeit, den Gegner runterzurennen und runterzurommeln, weil der immer wieder 3 Schaden verursacht. Das ist sehr, sehr cool. Ist sehr, sehr solide, dauerhafter Effekt. Erzähle ich eigentlich in jedem Kartenreview, wenn etwas kein Kampfschrei oder kein Todesröcheln-Effekt ist, der einmal ausgelöst wird, sondern ein dauerhafter Effekt ist, heißt am Ende des Zuges oder am Anfang des Zuges oder wie dieses hier, wenn ein Mech herbeigerufen wird, ist die Karte automatisch 4 Sterne. Ich würde sogar sagen, in diesem Moment eine 5-Sterne-Karte. Extrem gut, weil man damit natürlich auch Schaden aufs Gesicht machen kann und damit auch den Gegner schnell runterrommeln kann. Sehr, sehr solide. Sollte man in jedem, ja, Deck, wo man Mech-Magier spielt, mitnehmen. Ultra stark. Dann geht es weiter mit einem Zauber. 3-Mana-Meeresgrundportal. Zieht einen Mech, verringert die Kosten von Mechs auf eurer Hand um 1. Da kommen wir schon in die Meta. Das ist der Zauber, den man braucht. Das heißt, ich lasse mir viele Mechs auf die Hand geben oder spiele viele Mechs aus, habe dann die Möglichkeit, dass ich diese noch in den Kosten reduziere. Wie bei der Karte davor war Mecha-Hai ja gesehen. Wenn das alles nur noch 2 kostet, dann kann ich natürlich bei 3, 4, 5, 6 Mana, je nachdem wie stark ich das Ganze schon reduziert habe, die Mechs schneller ins Spiel bringen, mehr Schaden verursachen. Sehr, sehr gut.
Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und aber es ist natürlich halt dazu, es reduziert nur die Kosten auf der Hand, nicht im Deck. Also sollte man immer beachten, ist aber für die Mech-Synergie sehr, sehr stark, kriegt an dieser Stelle von mir 4 Sterne. So, muss man hier was trinken. So, dann geht es weiter mit einer weiteren Naga-Karte. 4 Mana, Grollflossen-Sirene. 2,5 an Stats, naja, füllt 2 Mana-Kristalle wieder auf, nachdem ihr einen Naga ausgespielt habt. Wechselt dann zu Zauber. Aha, das heißt also, das ist auch ein dauerhafter Effekt, der Mana-Kristalle wieder auffüllt. Bedeutet, ich spiele sie zuerst aus oder habe sie bereits schon auf dem Feld. Dann spiele ich einen Naga aus, kriege 2 Mana-Kristalle wieder. Dann spiele ich einen Zauber aus, kriege 2 Mana-Kristalle wieder. Dann spiele ich wieder einen Naga aus und so weiter hin und her. Und das ist ein dauerhafter Effekt. Ich denke, dass die Karte nicht so häufig gespielt wird, weil es diese abwechselnde Mechanik sehr schwierig ist umzusetzen. Man müsste mal schauen, wie man das Deck dann darum baut und wie sich das Ganze natürlich dann halt auch zusammensetzt. Aber ansonsten von den Stats und von der Mechanik her sehr gut und gut gebalanced. Dauerhafter Effekt, kriegt 4 Sterne von mir. Dann geht's weiter mit der Kommandantin Sivara. Auch 4 Mana, 3,5 an Stats, ein Angriff mehr, ein Naga. Kampfschrei, wenn ihr mit dieser Karte auf der Hand 3 Zauber gewirkt habt, erhaltet ihr sie zurück auf die Hand. Ja, dann. Wie funktioniert denn das dann? Also, da bin ich jetzt mal. Wenn ihr mit dieser Karte auf der Hand 3 Zauber gewirkt habt, erhaltet ihr sie auf die Hand zurück. Ach so, die Zauber bekommt man wieder. Ah, okay. Ich dachte, man kriegt die Karte jetzt wieder. So ist das. Das ist auch cool. Das heißt, ich kriege aus einer 4-Mana-Karte mit 3,5 an Stats 3 Zauber wieder. Das ist extrem gut für einen Magier. Man braucht ja häufig Zauber, die wenig kosten, um die Effekte gut umzusetzen. Beispielsweise für den Questmagier, wenn man dann Hagelzauber drin hat und eventuell einen Entzünden oder noch eine Arkane-Explosion, dann sollte man natürlich diese am Anfang ausspielen, um das Feld zu kontrollieren. Und dann kriegt man die Zauber automatisch bei 4 Mana wieder zurück auf die Hand. Sehr, sehr gut, sehr, sehr cool. Feier ich, kann man gut umsetzen. Ist eine sehr gute Karte. Kriegt an dieser Stelle von mir 5 Sterne. Extrem nice. So, und dann kommen wir zur letzten Karte vom Magier. Gaia der Tektonische, ein Mech. 8 Mana, 5,7 an Stats, Kolossal plus 2, fügt allen Feinden einen Schaden zu, nachdem ein befreundeter Mech angegriffen hat. Das ist eine sehr, sehr gute Karte, die man ausspielen kann, wenn man ein volles Feld voller Mechs hat. Das heißt, man könnte auch viele kleine Mechs aufs Feld rufen. Man hat jetzt 3, 4 Mechs auf dem Feld und dann spielt man diesen Gaia, den Tektonischen. Und der ist ja kolossal, das heißt, er ruft noch 2 weitere Viecher herbei, 2 Gliedmaßen. Wir gucken mal an, wie diese Gliedmaßen aussehen. So, und zwar haben wir dann einmal Gaias Bohrer links. Das ist ein, ja, Mecharm. Der hat Eifer, 2-3, heißt also, man kann direkt nochmal allen Feinden einen Schaden zufügen, wenn man mit dem ersten Arm angegriffen hat. Und der zweite Bohrer natürlich auch. Das heißt also, wir haben bei diesem Colossal Monster 8 Mana. Theoretische Werte von 4, 6, 9, 11 an Stats, die man aufs Feld ruft, plus 4 Schaden auf einzelne Diener, die jeweils mit den Bohrern durch den Eifereffekt ausgelöst werden, bedeutet, der macht dann automatisch nochmal plus 2 Schaden auf alles, wenn er aufs Feld gerufen wird und die Viecher angreifen können. Finde ich gut, finde ich cool. Ist ein sehr, sehr nicer Effekt. Und man muss natürlich halt schauen, das ist Mech-basiert. Bedeutet, wenn man den in seinem Deck hat und mit Gaia, dem Tektonischen, spielen möchte, dann muss man ein Mech-Deck spielen, anders geht es auch gar nicht. Das begrenzt natürlich dann wieder die Karten, die man ausspielen kann, weil man sollte dann möglichst vermeiden, andere Karten drin reinzunehmen, außer halt Karten, die besonders gut sind, wie beispielsweise diese Zaubernatter, die ist ultra stark. Die sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Ansonsten kann ich natürlich einfach nur sagen, für einen Mech-Magier sehr, sehr krass, kriegt an dieser Stelle von mir 4 Sterne. Ja, wir sind dann mit dem Kartenreview für den Magier durch. Es sind wieder sehr, sehr viele gute Karten mit dazugekommen. Ich persönlich muss sagen, dass ich diese ersten 5 Karten alle sehr, sehr gut finde. Vor allen Dingen die neuen Mechs, die jetzt hier drin sind. Der Ascharische Feger ist sehr cool. Der Mechhai ist cool. Und auch der Gramvermesser ist cool. Und ansonsten natürlich halt dieser Feldcleaner. Vulkanomanie ist eine Pflichtkarte, ersetzt viele andere Feldcleaner beim Magier jetzt mittlerweile im Deck, weil 2 Mana fügt allen Dienern 3 Schaden zu, ist ultra gut. Wenn man dann beispielsweise noch eine Zauberschadenerhöhung hat, dann macht man automatisch 4 Schaden, hat immer einen Feldcleaner für 2 Mana, sollte man immer mitnehmen, ist extrem stark.
Die anderen Karten sind so situationsbedingt. Auch die Kommandantin Sivara, wie gesagt, sollte man höchstwahrscheinlich dann im ja, Questmagier-Deck spielen, dass man sagt, okay, ich spiele zuerst einen Frostzauber aus, dann einen Feuerzauber, dann einen Arkanzauber, dann spiele ich die Kommandantin aus und danach kriege ich genau diese drei Zauber wieder auf die Hand zurück, dass ich wieder drei Reihenfolgezauber benutzen kann für den Questmagier. Coole Sache, verstärkt den Questmagier auch wirklich sehr, sehr gut. Man hat ja hier 4 Mana, 3, 5 an Stats. Geht alles voll klar. Magier hat gute Karten bekommen. Wie gesagt, der Mecha-Hai ist ein bisschen OP, wegen diesem zusätzlichen 3-Schadenseffekt, den er ausführt. Man muss natürlich halt gucken, ob sich das so umsetzen lässt, wie ich das jetzt gerade schon suggeriert habe, dass man sagt, hey, okay, alles klar, das ist halt ein Hai und der sorgt jetzt halt dafür, dass ich, wenn ich ganz viele Mechs ausspiele, unendlich Schaden verursachen kann. Aber wie gesagt, bei diesen Karten, die halt dauerhafte Effekte haben, immer 4 Sterne plus, anders kann man es gar nicht bewerten. Wir gucken uns die nächste Klasse an.